Ole, ein großer Pokalabend in der Britta Arena. Wie ist die Gefühlslage nach dem Abpfiff? Ja, man weiß nicht genau, wie man es bewerten soll. Wir sind natürlich geknickt und enttäuscht, dass es dann so knapp nicht gereicht hat. Andererseits haben wir uns, glaube ich, im Spiel wenig vorzuwerfen. Und ein Elfmeterschießen ist dann immer sehr unglücklich. Tut mir natürlich auch wahnsinnig leid für den Beppo, der da Mut bewiesen hat und hingegangen ist. Gut, ein Spieler mindestens muss es immer treffen. Und leider war es er heute. Aber insgesamt, denke ich, haben wir heute eine gute Leistung gezeigt, sind aber trotzdem natürlich enttäuscht. Ein Spiel auf Augenhöhe, haben viele gesagt. Ist das auch deine Einschätzung? Ja, absolut. Also ich habe uns heute nicht als schlechtere Mannschaft gesehen. Ich würde fast sagen, dass wir die etwas besseren Chancen hatten, aber auf jeden Fall waren wir nicht die schlechtere Mannschaft. Kann man dadurch, dass man mit einer Spitzenmannschaft der zweiten Liga wie Kaiserslautern in Anführungszeichen auf Augenhöhe agiert hat, kann man da auch was Positives für den Ligabetrieb mitnehmen? Ja, man kann natürlich was Positives mitnehmen. Wir sollten auch sollte uns gut tun für unser Selbstvertrauen, aber wir sollten das auch nicht jetzt überbewerten. Manche sind solche Spiele auch leichter als der Alltag in der dritten Liga, wo wir uns doch jede Woche wieder beweisen müssen. Und da kommen auch ganz schwierige Partien auf uns zu. Und grundsätzlich von diesem Spiel haben wir jetzt erstmal gar nichts. Kann es sein, dass man noch ein paar Tage braucht und nach ein paar Tagen das Spiel insgesamt, sagen wir mal, von der Gefühlslage her anders bewerten wird als heute, wo jetzt, sagen wir mal, wahrscheinlich nach dem Abpfiff die Enttäuschung noch überwiegt? Ja, das kann gut sein. Aber jetzt ist einfach die Enttäuschung groß, obwohl wir, wie gesagt, uns da nicht viel vorzuwerfen haben im Spiel. Wir haben, denke ich, alles investiert und gegeben und auch einen guten Fußball gespielt. Aber das müsste ich in ein paar Tagen dann nochmal beantworten, die Frage. Dankeschön. Bitte.